Hallo Röhr, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Der Kampf gegen Darkrai steht bevor. Ja, das ist eine Sackgasse. Tiefer scheinen wir hier nicht zu kommen. Aber wo ist Darkrai? Da kommt er. Er hat mich warten lassen. Ja, Darkrai. Wie nett von euch, dass ihr kommt, Dragon und Doki. Warum bist du hinter uns her? Du kennst uns nicht mal. Ich kenne euch nur zu gut. Besonders dich, Doki. Was? Als du mit Reptane in diese Welt kamst, Doki, da warst du in einen Unfall verwickelt. Ja, Unfall? Oh, das stimmt, ja. Reptane hat es damals erklärt. Wir hatten einen Unfall, als wir durch die Zeit zurückgereist sind. Oh, bist in Ordnung. Nein, nicht aufgeben. Nur noch ein bisschen. Komm schon, halte durch. Nein, ich kann nicht mehr. Ja, du und Reptane. Hattet einen Unfall, als ihr durch die Zeit gereist seid. Dadurch wurdet ihr getrennt. Du warst ein Mensch und wurdest in ein Pokémon verwandelt. Und so, naja, und du verlorst auch noch dein Gedächtnis. Ist dir nie aufgefallen, wie seltsam dieser Unfall war? Ja, wie? Seltsam? Ja. Denk daran, wie der Unfall zustande kam. Genau dann, als Reptane und du durch die Zeit gereist seid. Das springt dir nicht als seltsam ins Auge? Darkrai, weißt du etwas darüber? Natürlich. Dieser Unfall wurde von niemand anderem als mir selbst eingefädelt. Was? Ja, was sagst du da? Mein Wunsch ist es, diese Welt in Dunkelheit zu hüllen. Deshalb habe ich ein Auge auf den Zeitturm von Dialga geworfen, wegen seiner Bedeutung für die Zeit. Ich habe den Zeitturm sabotiert. Irgendwann hätte das zur Zerstörung der Zeit geführt und letztendlich zur Lähmung des Planeten. Dann entschieden Reptane und Doki sich einzumischen. Ich erfuhr von ihrem bevorstehenden Eintreffen aus der Zukunft. Und dann ergriff ich Reptane und Doki auf ihre Zeitreise an, um sie loszuwerden. Aber ein unvorhersehbares Ereignis macht es unmöglich, auch nur einen der beiden zu beseitigen. Es hätte reichen sollen, besonders für Reptane. Übrigens, weißt du, wie du zu einem Pokémon wurdest, Doki? Während des Unfalls hast du Reptane vor meinem Angriff geschützt. Oh Mann. Oh, die Stimme geht echt auf dem Hals, ey. Ich hab Reptane geschützt? Ja, du hast die volle Wucht der Attacke von Reptane abbekommen. Dein grimmiger Wille, deinen Partner zu beschützen, hat sich auf der Zeitreise wohl in den vielen Dimensionen verheddert. Das könnte sein, ja. Infolgedessen wurdest du ein Pokémon. Das habe ich getan? Ich nahm an, es wäre genug gewesen. Ich dachte, ich hätte dich ausgeschaltet, sodass du die Lähmung des Planeten nicht mehr hättest aufhalten können. Allerdings scheine ich deine Findigkeit unterschätzt zu haben. Du tatest dich mit Dragon zusammen. Gemeinsam habt ihr die Zerstörung des Zeitraums verhindert. Ich habe eure Einmischung unterschätzt und vernachlässigt. Und deshalb scheiterte mein ursprünglicher Plan. Darum wolltest du zuerst Doki und Dragon beseitigen, damit sie kein Hemmnis für deine Pläne darstellen könnten. Darum wolltest du ihren Willen brechen. Du gingst sogar so weit, eine Imitation von mir zu verwenden. Sogar jetzt sind wir von dir hierher gelockt worden, damit du uns alle einem Aufwasch beseitigen kannst. Sehr gut. Ich habe das tatsächlich so vorhergesehen wie von dir beschrieben. Aber ich hatte einen Sinneswandel. So, Doki, Dragon. Ihr seid beide mutig. Ihr habt großen Einsatz gezeigt.
Euch für immer los zu sein, wäre eine schlimme Verschwendung. Ihr habt beide vielversprechende Ansätze gezeigt. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten würden? Na, was? Warum steht ihr mir nicht zur Seite? Bei der Beherrschung einer Welt voller Dunkelheit. Was? Die Welt beherrschen? Mit Darkrai? Es ist absolut möglich, wenn wir drei uns zusammenschließen. Nun, macht ihr mit. Oh, Jokey, Dragon. Glaubt seine Lügen nicht. Dragon, hörst du mich? Vielleicht hat Darkrai recht. Nein, Dragon. Wem wollen wir etwas vormachen? Wir haben sowieso keine Chance gegen Darkrai. Jeder Widerstand ist zwecklos. Gemeinsame Sachen mit Darkrai. Das ist vielleicht das Beste, was man tun kann. Dragon, warum? Eine weise Entscheidung, Dragon. Sehr praktisch gedacht. Doki, was wirst du jetzt tun? Wenn wir drei uns zusammentun, dann werden wir uns als erstes mit Cresselia beschäftigen. Wir drei werden sie zusammen los. Was hast du gesagt? Jetzt, Doki, komm zu uns. Geh nicht, Doki. Komm zu uns, Doki. Dragon. Wenn du nicht zu uns gehören willst, Doki, dann wird Darkrai sich mit mir begnügen. Es wird mich beseitigen. Dragon. Deine Wahl, Doki. Wirst du dich uns anschließen? Die Welt der Dunkelheit wird wundervoll sein, Doki. Siehst du? Dein vertrauter Partner hat die Wahrheit erkannt. Komm, willst du nicht die Welt mit uns beherrschen? Du wirst als Herrscher über die Welt der Dunkelheit gebieten. Also, Doki, bedenke deine Antwort sorgfältig. Komm zu mir und Dragon. Wir werden zusammen die Welt beherrschen. Nee, ich weigere mich. Nein, ich weigere mich. Das ist alles. Das ist alles ein Albtraum. Oh, Doki. Du. Ich hatte recht. Oh, Alter. Ich wurde getäuscht. Darkrai hat meine Illusion vorgehalten. Das war knapp. Verpflegst dich bei so einem Erfolg. Ist das deine Antwort, Doki? Selbstverständlich. Dragon würde unter keinen Umständen so etwas sagen. Mich mit Darkrai verbünden? Niemals. Eine Welt der Dunkelheit. Ha, ich werde das nicht zulassen. So sei es. Du hast die falsche Wahl getroffen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich werde euch beseitigen. LOL! Ja, wir sind umzingelt. Ich wusste es. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas tun würdest. Sag doch, was du willst. An diesem Punkt werde ich euch Einmischer endlich beseitigen. Ich werde die Kontrolle über die verdunkelte Welt an mich reißen. Als ihr König. Jetzt ist der Zeitpunkt. Angriff. Leute. Unser letzter Kampf. Unser letzter Kampf steht an. Ich gehe einen Schritt nach hinten. Wir haben Gigasaur und Knirscher fixiert. Wir greifen erstmal Makago an. Ich muss die Feuer-Pokémon beseitigen. Shit. Schlitzer ist halt total useless gegen das Ding. Rauchwolke, oh Mann, okay. Wenn ich Rauchwolke habe, wird dann das auch abgeblockt? Ja, okay. Es wird auch abgeblockt. Mach doch kein Doppelteam, du Bitch. Wir haben immer noch den Pfefferstatus. Oder? Behalten wir den Pfefferstatus? Vom Pfefferstatus befreit. Okay, alles klar. Nein, er hat Gigasauge abgewehrt. Okay, wir haben ja noch Belebersamen. Also noch haben wir Belebersamen. Noch ist alles okay. Cresselia ist am Arsch gleich. Beschwörung? Was ist denn Beschwörung? Ich gebe mal Cresselia erstmal eine Sinelbeere.
Ich weiß halt nicht, was Beschwörung bringt, so wisst ihr? Keine Ahnung. Was ist das Problem? Also es ist halt super, dass Cressidia alles abfängt, was ich hier eigentlich abbekommen würde. Deswegen. Also ich glaube, wir müssen jetzt langsam... Ich muss das... Warum wehrt es denn die ganze Gigasauge ab? Ich kann es nicht... Mann. Ein Darkrai ist ein Unlicht-Pokémon. Das ist gerade mein Problem. Darkrai ist Unlicht. Und nicht... Nicht Geist. Wir müssen das hier mal besiegen. Okay. Wir müssen auch Partner übrig lassen von Darkrai. Wir haben Darkrai besiegt. Okay, das ist ein Easy. Wo ist das denn? Ich hab den Kampf irgendwie schwerer in Erinnerung. Vor allem schwerer erwartet, weil das ja beschrieben wurde, das ist der schwerste Kampf in dem ganzen Spiel. Da fand ich den Kampf gegen Knuddeluff und so schwerer. Irgendwie. Muss ich ja zugeben. Aber na gut. Ey, kannst du mal aufhören, alles abzuwehren? Ach, komm schon. Schutzschild, echt jetzt? Oh, scheiße. Oh, okay. Es ist gerade doof, dass das Schutzschild hat. Ah, okay. Alles klar. Zack. Wir haben es geschafft. Wieso habe ich das? Was ist das denn? Ich habe den... Erst... Ich habe den um einiges schlimmer in Erinnerung. In der Lösung, Komplettlösung, sag ich mal, wurde auch als schwerster Kampf beschrieben. Ich... Hä? Wow. Okay. Wow. Vielleicht war ich auch einfach nur überlevelt. Weil der in der Komplettlösung, der die geschrieben hat, der war irgendwie hier in dem Dungeon oder kurz vor dem Dungeon, er ist Level 46, glaube ich, geworden. Aber naja. Wir haben es geschafft. Das ist dein Ende, Darkrai. Cresselia, erinnerst du dich nicht? Ich sagte, du fängst mich nicht. Hey, was ist das? Es ist ein dimensionales Loch. Dieses dimensionale Loch kann mich in die Zukunft führen. Oder in die Vergangenheit. Wenn ich auch nicht weiß, wo es mich hinführt. Ich habe nur in dieser Zeit hier versagt. Ich werde die Welt einfach in einer anderen Zeit in die Dunkelheit stürzen. Stopp! Darkrai! Du kommst nicht davon. Schade für euch. Ich kann mit einem Schritt ganz einfach durch die Zeit verschwinden. Ihr könnt mich nicht fangen. Oh. Auf Wiedersehen, allerseits. Oh. Na, wie gefällt euch das? Zu guter Letzt steht mein endgültiger Sieg bevor. Das werde ich nicht zulassen. Na, was? Oh, das geht richtig auf den Hals, diese Stimme. Du bist... Palkia. Du wirst einen hohen Preis zahlen für die Verzerrung des Raumgefüges, Darkrai. Dieser Schlag ist für die Gerechtigkeit. Nimm das. Alter. Was? Es gibt keinen drinnen. Das dimensionale Loch. Ach nee. Das dimensionale Loch ist vollständig zerschmettert. Mit Darkrai drin. Ich habe Darkrai schreien hören. Ist Darkrai für immer verschwunden? Nein. Das ist nicht passiert. Es hat schwer Schaden genommen und wurde an einen unbekannten Ort verbannt. Aber wo es immer sein mag, es lebt. Wenn es sich von seinen Verletzungen erholt hat, wird Darkrai dann nicht wieder sein Unwesen treiben? Das bleibt abzuwarten. Denn als Darkrai in das dimensionale Loch geschlüpft ist, da trat es seine Reise durch die Zeit an. Genau in diesem Moment wurde es von den Attacken von Palkia getroffen. Erinnerst du dich, was Darkrai über die Ankunft von Doki aus der Zukunft gesagt hat? Darkrai hat während der Zeitreise angegriffen. Doki erlitt einen Gedächtnisverlust. Also ging es ihm wie Doki. Darkrai wird sehr wahrscheinlich auch sein Gedächtnis verloren haben.
Darkrai hat sein Gedächtnis verloren? Ja, Darkrai wird sein Gedächtnis ja wahrscheinlich nicht mehr wieder erlangen. Es wird verloren durch die Welt irren. Darkrai. Wir sind fertig mit ihm. Wird wohl nicht wieder die Verzerrung des Raumes ausweiten. Ich werde zur Raumspalte zurückkehren. Ich sehe keinen Grund, jemals hierher zurückzukehren. Leb wohl. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Nun, das war's wohl. Sollen wir auch zurückgehen? Ja. Gehen wir nach Hause, Doki. Zurück nach Schatzstadt. Oh ja. Und so endete unser Kampf gegen Darkrai. Wir kehrten nach Schatzstadt zurück. Wir waren begeistert darüber, wie aufgeregt alle unsere Rückkehr erwarteten. Wir waren gänzlich von Darkrai getäuscht worden. Deswegen dachte ich, dass weder für Doki noch für mich ein Platz in dieser Welt wäre. Aber als sich alle von uns versammelten und froh waren, uns wiederzusehen, in dem Moment kam mir der Gedanke, wie schön das Leben doch ist. Der kleine Azuril wachte aus seinem Albtraum auf. Ich bin so froh, dass es allen gut geht. Ich erinnere mich an die Worte von Knuddeluff. Jedes Pokémon hat seinen Platz in dieser Welt. Sogar diejenigen, die anderen Übles wollen. Sogar Darkrai. Nach allem, was geschehen ist, werden meine Abenteuer mit Doki weitergehen. Wir werden vieles sehen und neue Entdeckungen machen. Wir sind seitdem zur Glitzerquelle zurückgekehrt. Und das, obwohl wir uns dort immer noch nicht entwickeln können. Wie auch immer. Wir können hier existieren. Wir können hier leben. Und schon dafür allein sollten wir glücklich und dankbar sein. Das habe ich letztlich gelernt. Ja, Doki. Danke, dass du immer bei mir warst. Lass uns weiter auf Erkundungen gehen. Möge unsere Freundschaft für immer bestehen. Ich habe das gerade nicht in Dragons Stimme vorgelesen, weil ich weiß nicht. Ich wollte es lieber so vorlesen. Der nächste Morgen. Vor allem, weil ich am Anfang nicht wusste, dass es Dragon spricht. Guten Morgen, Doki. Auf einen weiteren tollen Tag. Ja, ich will, wir können nicht zur Glitzerquelle. Wir können die Glitzerquelle nicht, wir können uns, Moment. Erstmal war da Cresselia gerade, die ich gerne mal ansprechen möchte. Aber ihr wisst schon, das Projekt ist jetzt vorbei, Leute. Das Projekt ist jetzt vorbei. Ist schon krass. Dank euch, Doki und Dragon, wurde Darkrai davon abgehalten, seinen fiesen Plan umzusetzen. Meine Arbeit ist hier erledigt. Mein aufrichtigen Dank. Cresselia, was wird aus dir? Was hast du jetzt vor? Ich habe viele Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Darf ich Team Pokepack beitreten? Wie? Cresselia in unserem Erkundungsteam? Wenn ich keine Last bin, hoffe ich sehr, dass ich mich in eurem Team aufnehmen, dass ihr mich in eurem Team aufnehmen werdet. Nehmt ihr mich? Du musst Witze machen, du bist das letzte Pokémon, das ich als Last betrachten würde. Es ist uns eine Ehre, dich dabei zu haben. Richtig, Doki? Klar. Cresselia bleibt so. Cresselia ist okay, ja. Vielen Dank. Schon in Ordnung, Cresselia. Danke, dass du dich uns anschließt. Cresselia gehört nun zum Team. Der in der Komplettlösung hatte beschrieben, dass Cresselia halt ein perfektes Teampartner-Mitglied ist. Also Erkundungsteam-Mitglied ist. Weil du halt... es ist halt in deinem Levelbereich. Und es ist halt eigentlich ein übel stronges Pokémon. Aber ist mir egal. Ich bleibe bei Haru. So, ich will jetzt bitte zur Glitzerquelle. Ich will mich jetzt bitte entwickeln können. Hallo? Hä? Okay, Moment, Leute, Moment. Jetzt muss ich mal eben, Also. Jetzt muss ich aber mal nachgucken hier. Mystery Dungeon Himmel Komplettlösung. Einen Moment.
Stand da nicht, dass man sich dann entwickeln kann? Wann kann man sich denn entwickeln? Wir können uns doch entwickeln, oder nicht? Kampf gegen Darkrai und seine Gang ist vermutlich der schwerste Kampf. Beachte, dass Darkrai mehrere fiese Attacken hat. Nach dem Sieg über Darkrai kommt eine Szene. Darkrai Palkia am Ende. Direkt nach dem Sieg über Darkrai wartet Cresselia. Verstärkung, die top trainiert und sehr mächtig ist. Genau, 2 Missionen später kommt man Manaphy zurück an den Strand. Nach einer kurzen Szene schließt sich an. Strand vorbei, um einen schönen Wortwechsel mit Diktri zu haben. Hä? Aber wir können doch mal Manaphy holen. Also wir müssen noch 2 Missionen machen, dann kann man Manaphy noch ins Team. Aber das ist ja jetzt nichts mehr von der Story her. Und... Hä? Moment, Leute, also, ne? Das will ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen. Mystery, Dungeon, Himmel, entwickeln. Hä, man konnte sich doch entwickeln, oder nicht? Bin ich jetzt dumm? Erst mal abschneiden. Manaphy freigeschaltet werden, genau. Es folgt eine Szene bei den Ursa-Ringen. Ne, warte mal, hä? Okay, Moment, hä? Hier steht aber, hä? Tipps für Monsterräume, yeah. Glitzerquelle, ja. Pokémon müsste die ganze Zeit, kann man die Starter-Pokémon erst nach dem folgenden entwickeln. Manaphy ist im Team. Meereszuflucht freigeschaltet. Geheimes Komplott von Darkrai vereitelt. Okay, Moment. Erstmal Dialga. Darkrai vereiteln. Ja, das haben wir ja gemacht. Moment. Ist die Meereszuflucht schon freigeschalten? Ich weiß nicht, wann wir sie freischalten, deswegen. Meereszu, Mirakelmeer. Mitternachtsmeldung gerade. Okay, Meereszuflucht kommt dann wahrscheinlich mit Manaphy dazu. Dialga muss im Team sein. Palkia im Team. Tobutz, Selfe und Vesprit im Team. Ja, GG, Leute. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich will mich noch entwickeln in diesem Projekt. Ich will mich noch entwickeln. Okay, wir brauchen noch Dialga, Palkia, Tobutz, Vesprit und Selfie im Team. Dann können wir uns entwickeln. Alles klar. Dann würde ich sagen, Leute, ich spiele bis zu Dialga. Und wir werden es gemeinsam ins Team holen. Also, Moment mal, ich weiß noch nicht. Mache ich den ganzen Dungeon mit euch zusammen? Oder... Kann man überhaupt zum Zeitturm? Wie kommen wir nochmal zum Zeitturm? Mit Lapras unten? Oder wie kommen wir nochmal zum... Ich bin jetzt verwirrt. Jetzt bin ich aber echt verwirrt. Lapras! Kannst du uns zum Zeitturm bringen? Ich nehme noch jemanden zusammen. Ja, genau. Nur gute Sache, für die beiden bestimmt. Nun ist es vorbei, er ist Frieden. Ja, klar, vielen Dank. Ja, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich gehe alles lagern, etc. Wir sehen uns hier bei dem nächsten Part wieder. Macht in den Zeitraum zusammen und versucht, die Jäger ins Team zu holen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.